Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Mich, also ich, nicht mich, auch Mann, ich wurde angeschrieben. Wegen meinen Verkabelvideos. Und ob ich nicht mal ein Kabel testen wollen würde. Ein LAN-Kabel. Das ist ein. Moment. So, Brille halt jetzt geholt. Ich hatte vergessen, meine Brille zu holen. Ist ein Cat 8-Kabel, 5 Meter. Die haben auch noch andere, die haben auch LAN, also ist ein LAN-Kabel. Dann haben sie Video, DVI, VGA, Full HD, 4K, 2K, HDMI halt, USB. Ja. Und ich wurde angefragt, ob ich hier so ein LAN-Kabel testen wollen würde. Und da hatte ich noch die Idee, die Xbox woanders stehen zu lassen. Und da brauchte ich einen dünnen. Und da hat das natürlich super gepasst, weil. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist wirklich ein sehr dünner. Schön gesleeved. Auch hier geht es schön rein. Ist super verarbeitet hier vorne. Auch auf der anderen Seite. Also es ist fest. Nicht wackelnd. Wir haben vergoldete Kontakte. Wir haben einen schönen Spielraum hier, um aufzumachen. Und wir haben 5 Meter. Und den wollte ich eigentlich von der Xbox unterm Schrank so halbwegs runterlegen. Und da bräuchte ich was Dünnes. Aber ich werde ihn wahrscheinlich für meine Soundbar nehmen. Weil der schön grau ist, wegen der Soundbar, passt das gut. Und weil der so schön dünn ist, da kann ich den bei der Soundbar hinter der Wand so lang legen. Da habe ich jetzt einen normalen Kabel und da würde ich echt gerne einen dünnen haben wollen für. Ich denke mal, ich werde ihn für die Soundbar nehmen. Aber erstmal werden wir an eine Xbox anschließen und dann werde ich ihn gucken, die nächste Zeit vom Download, vom Upload, wie er sich schlägt und wie die Qualität ist. Also ob er da mithalten kann mit meinen Kabeln, die ich jetzt dran habe. Was ich gut finde, dass er halt hier gleich mit so Kabelbändern befestigt ist. Dass er halt nicht, das nicht rausnimmt und gleich rumschlackert. Auch die Seite ist gut verarbeitet. Also in der Verarbeitung bin ich sehr positiv überrascht. Ich kenne das ja von anderen auch so. Ein Kumpel hat sich ein LAN-Kabel geholt, auch gesleeved. Und er wartet hier vorne total locker. Ist bei dem hier nicht. Wir haben eine schöne Verarbeitung. Ja, und dann würde ich sagen, dann schließen wir den erstmal an der Xbox an. Dafür wechsle ich jetzt die Kamera und dann werde ich den jetzt die nächste Zeit testen und dann kann ich euch sagen, wie er sich schlägt. So, da sind wir jetzt auch an der Xbox. Ich muss mal von der Seite das heute machen können. So. Das Gute ist, weil ich habe jetzt brauche jetzt gar nicht so viel LAN-Kabel, weil mein Gerät jetzt, also meine Gigagate ist hier hinten in der Ritze zwischen den beiden Schränken drinne. Die steht da auf dem Boden. Und die Xbox, die war ja eigentlich mal am anderen Ende vom Lowboard. Deswegen brauchte ich ein Langkabel. Da kommt sie vielleicht auch wieder hin. Aber momentan steht sie jetzt erstmal hier. Und deswegen bräuchten wir jetzt gar nicht so viel. Versucht den hier mal ja, so vernünftig so zusammenzumachen. Weil sonst haben wir da wieder so ein Kabelwirrwarr da hinten. Und das braucht kein Mensch. Deswegen Empfehlung von mir, wenn ihr sowas habt, immer so zusammenlassen, wenn ihr nicht viel braucht. Ich brauche ja nicht viel.
jetzt nur wieder enger gemacht, weil sonst schlackert der da so rum, dann ist er zu locker. Dann kann das hier halt, muss ich die andere Seite auch noch machen. So, super, jetzt ist es fest. Jetzt haben wir praktisch so ein langes Stück und ein kurzes Stück. Das kurze Stück ist für die Seite, für unten, und das lange Stück nehme ich für die Xbox. So, dafür kippe ich die Xbox einfach mal auf die Seite. So. Und nehme mein Kabel, den ich jetzt hier dran habe, gerade mal ab. Mach den ran, der hält auch super. So. Oh Gott. Oh Gott, ist das eine Wirr hier hinten wieder. Oh Gott. Wenn ich mir das angucke. Da wird auf jeden Fall mal wieder ein Verkabelvideo folgen müssen. Ach, jetzt habe ich mein Licht ausgemacht. So. Ich hatte die ja früher mal alle farbig. Hatte die dann ausgetauscht. Jetzt habe ich leider überall die gleiche Farbe dran. Ist dann halt so ein bisschen kontraproduktiv, wenn du die tauschen willst. So. Werden wir einfach mal testen. So. So. Und die Xbox wieder aufstellen. Katzenspielzeug. Und ich mache die mal ein Stück zur Seite, dass ich euch hier vorne die Gigagate hinstellen kann. Oh, shit. Jetzt zeigt die aus dem Strom gemacht. Ja, es wird definitiv Zeit für ein neues Verkabelvideo. Na, komm so rein. So, oh, die ist so reingestaubt, bis zum geht nicht mehr. Das ist hier, die werde ich euch auch unten runter verlinken. Die ist von Divolo, das ist eine Gigagate. Die hat 5 LAN-Anschlüsse und funkt praktisch zur Basis mit einem verschlüsselten 5 Gigahertz Signal. Und da habe ich meine Playstation dran, also die PS5, die PS4, die Xbox habe ich bisher jetzt mit dem neuen Kabel dann dran, Fernseh, Soundbar, eigentlich alles habe ich da dran. Ja? Und keine Abbrüche, kein gar nichts, also noch nie gehabt. Bin damit eigentlich sehr, sehr zufrieden. So, jetzt müssen wir nur gucken. Welcher LAN-Kabel das da jetzt nur ist. Weil da sind ja viele drin. Und leider alle schwarz. Ich mach mal kurz einen Cut. Wo ist die Fernbedienung? Ah, hier. So. Fertig. Hoppala, mache ich mal noch ein Stück runter. So. So, ich habe die Xbox jetzt mal zur Seite gekippt. Hier ist er. Hier ist der andere, der alte. Und
hier ist die Gigagate. So, da könnt ihr das dann so ein bisschen sehen. Die werde ich euch unten drunter verlinken. Ich mache euch das Video vielleicht auch von der Gigagate in die Infobox. Und dann nehmen wir dann einfach den LAN-Anschluss. Oh, der ist aber ein bisschen dicke. So, passt aber rein. Obwohl er ein bisschen dicker ist. Die anderen sind ein bisschen dünner. Aber vom Platz her passt das. So, und jetzt kann ich die natürlich wieder unten verstauen. Weil ich auch die PlayStation-Festplatte da unten drin habe. Und die Xbox zurückstellen. So. Den LAN-Kabel. Ladestation für den Elite-Controller. So. Und dann werden wir jetzt mal sehen. Hoppala. Jetzt habe ich mit dem Kabel festgehangen. So. Dann werden wir mal sehen, was sie jetzt von der Geschwindigkeit bringt. Ja, Let. Achso, ich mache das mal lieber mit Fernbedienung, nicht, dass das mit A-Punkt hier noch irgendwas angeht. Wenn ich A-Punkt sage. Einmal muss ich kurz sagen, Moment. Alexa, Soundbar an. So, jetzt machen wir die Xbox mal an. So. Wie ihr seht, die Xbox ist jetzt an. Für die Xbox habe ich noch leider kein LED-Untersetzer. So. Und wir gehen dann einfach mal auf die Einstellungen. Und dann Netzwerk. So, und NAT-Typ testen. Da müsst ihr, glaube ich, die ganze Verbindung testen. Da müsst ihr mir jetzt auch sagen. Von Download und Upload, die Geschwindigkeit und NAT-Typ und alles. Ich bin im Xbox-Game noch ziemlich neu. Ich muss mich ans Menü erstmal gewöhnen, aber ich werde immer besser. Dauert aber ganz schön. Also ich habe hier eine 100.000er Leitung anliegen. Es sollte natürlich dann auch ein bisschen weniger sein, dadurch, dass ich halt die Xbox nicht direkt mit dem Router verbunden habe, sondern mit der Gigagate und die Gigagate mit dem Router verbunden ist. Das ist zwar eine verschlüsselte 5 GHz Verbindung, aber auch das schwächelt ein wenig. Tempo-IP-Adresse kann nicht abgerufen werden. Trennen Sie den Router, das Modem 30 Sekunden lang vom Strom. Schließen Sie das Gerät wieder an und warten Sie 30 Sekunden. Überprüfen Sie Verbindung anschließend erneut. Hä? Ja, dann gehen wir mal raus. Netzwerkverbindung testen. Ja, ist mit dem Internet verbunden. Ganz toll. Remote. Eingabe testen, Netzwerkgeschwindigkeit, Statistik. Gucken wir da mal rein. Ach, da steht's ja. Also bei PlayStation hast du halt nicht so viel Auswahl. Da hast du Verbindung testen und das war's. Ich bin jetzt selber gespannt, was er da mir jetzt anzeigt. Ich habe noch gar keinen Test mit der Xbox, ehrlich gesagt, gemacht. Wie viel da ankommt und wie viel angezeigt wird. Bei der PlayStation kann man ja nicht danach hundertprozentig gehen. Die PlayStation
sagt mir immer wieder was anderes an, was ich habe. Mal im positiven Bereich, mal im negativen Bereich. Und selbst wo sie mir im negativen Bereich angezeigt hat, da konnte ich damit ohne Probleme online spielen und alle drum und dran. So, Downloadgeschwindigkeit 93,59, Upload 33,60, Paketverlust 0%, MTU 1480 und Latenz 178 Millisekunden. Also ich würde sagen, das klingt sehr gut. Das klingt fantastisch, weil ich kann euch auch meine Daten sagen, die ich im Kopf habe von meinem Router. Downloadgeschwindigkeit haben wir hier 93,59. Im Router wird mir angezeigt, was ankommt. 101, weiß ich nicht. 7, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Und bei Uploadgeschwindigkeit kommen 39,6 an bei mir. Also habe ich hier praktisch 6 Verlust, 6 Mbit. Kann man so sagen. Ja, ist halt natürlich die Strecke, also es ist nicht hundertprozentig genau. Und natürlich, weil ich die mit der Gigagate ja verbunden bin, wir können es gerne nochmal testen, mal gucken, was dabei rauskommt. Bei der PlayStation kam dann immer ein neues, mal ziemlich weit weg von dem Ergebnis, mal ziemlich nah dran. Also die PlayStation ist da nicht so genau. Also falls ihr das mit der PlayStation macht jetzt und dieses Video guckt, egal welche PlayStation, 3, 4, 5, dieser Netzwerkverbindungsstatus, die Geschwindigkeit, die euch da angezeigt wird, glaubt dem nicht, was da steht. Sony hat das noch nie auf der Reihe gekriegt, dass es das so hundertprozentig oder gut angezeigt wird. Da bin ich jetzt von der Xbox, muss ich sagen, sehr erstaunt, dass es das so gut angezeigt wird. Und so genau. Bleibt eigentlich dabei. Ich habe keinen Paketverlust, nichts. Super, bin ich zufrieden mit. Würde ich jetzt mal so sagen. Bandbreitennutzung. Ach, hier sehe ich, was ich in letzter Zeit genutzt habe. Aha, finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber ich noch was anderes, was ich euch zeigen kann. Wir haben erweiterte Einstellungen. Ja, DNS und so, MAC-Adresse will ich jetzt nicht unbedingt einstellen. Aber da gibt es natürlich auch Optimierungsmöglichkeiten. Bei den DNS zum Beispiel, manuell, wenn ihr da was einschaltet. Zum Beispiel, das gibt es bei der Hoppala. Bei der PlayStation, dass man halt die Google-Server umgehen kann oder so, dass man dann schneller ist, dass man direkt auf die Sony-Server kommt. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Da bin ich aber im Xbox-Game noch nicht so genau drin, was man da halt einstellen kann, dass man da noch Geschwindigkeit rausholen kann. Aber so bin ich mit meiner Geschwindigkeit sehr zufrieden. Kann man nicht meckern. So, ich würde sagen, das war's jetzt auch. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.